Ich weiß, kaum ein Mann spricht mit dir so direkt. Aber ich will mit dir schlafen. Ich finde dich wunderschön. Ich finde dich intelligent. Und ich sehe, dass du eine zerbrechliche Seite an dir hast, die ich einfach nur umarmen möchte. Ich fände nichts, nichts schöner, als mit dir zusammen heute Nacht einzuschlafen. Ich werde dir nichts vom Himmel lügen und ich werde dir keine Versprechungen machen. Wir können uns gleich verabschieden und uns nie wiedersehen. Das ist völlig okay. Aber das muss nicht sein. Das ist Verführung. Da steckt Liebe drin. Da steckt Unabhängigkeit drin. Da steckt der Wunsch drin, dass es ihr gut geht. Und das machst du ohne verdammte Tricks. Wenn du wissen willst, was Frauen wirklich, wirklich wollen, dann brauchst du jetzt nicht weiterschauen. Du hast es gerade eben erfahren. Mach dieses Video aus und sag es ihr. Mein Name ist Andy Friday und ich bringe dir nicht bei, wie du Nummern klar machst oder Frauen ins Bett trickst. Die Frauen, die du kennenlernst und die Frauen, mit denen du schläfst, die sind dafür dankbar. Sie muss nichts, aber sie muss wissen, dass sie darf. Ich weiß, du wärst gerne ehrlich mit Frauen. Ich weiß, du würdest ihr gerne endlich das sagen, was du wirklich in dir fühlst. Aber so ehrlich hast du dich noch nie getraut, es ihr zu sagen. Stimmt's? Irgendetwas hält uns doch als Männer davor zurück. Richtig? Der Anstand. Diese Sorge. Du willst ja ein guter Kerl sein. Du willst Frauen nicht ausnutzen und sie respektvoll behandeln. Aber lass mich dir eine harte Frage stellen. Und wenn du sie nicht hören willst, dann klick weg. Wo warst du, als sie jemanden wie dich gebraucht hat? Als sie in Gedanken versunken entlang der Straße spazieren gegangen ist und dir ihre Einsamkeit immer offensichtlicher wurde? Als sie diesen süßen, aber verletzlichen Blick der Zerbrechlichkeit in ihren Augen hatte? Als sie genug hatte von der Monotonie ihres Lebens? Als sie sich danach verzehrt hat, endlich jemanden zu treffen, der sie auf Händen trägt und sie überschauert mit Verehrung für ihre Weiblichkeit, ihre Schönheit und die Art, mit der sie mit Rückgrat durch all dieses Chaos tanzen kann? Du hattest wahrscheinlich Angst oder hast Ausreden erfunden oder hast nicht einmal die Möglichkeit gesehen, zu ihr hinzugehen. Vielleicht warst du selber traurig. Vielleicht hattest du selber schon gar keinen Bock mehr auf dieses ganze Chaos. Und später in der Woche, als sie auf ihrem Balkon in ihrer Wohnung geweint hat, während sie über die Dächer der Stadt geschaut hat, mit einer warmen Tasse Kaffee in ihrer Hand und einem gefotoshoppten Instagram-Bild der neuesten, attraktiven und unsterblich schönen Stars und Sternchen in der anderen, einem Ideal, das sie nie gerecht werden kann, wo warst du da? Als sie diese Angst verspürt hat, immer einsam zu sein, wo warst du da? Ich glaube, ich weiß es. Du warst wahrscheinlich genauso einsam. Vielleicht nicht in Person, aber in Realität. Du hast dich einsam gefühlt. Mit deinen eigenen Sorgen, mit deinen eigenen Problemen, mit deinen eigenen Limitationen. Aber das Ding ist, all das hättest du mit ihr teilen können. Mit einer anderen Seele, die sich nichts mehr gewünscht hat, als diese tiefe Verbindung mit einem anderen Menschen zu haben. Du kannst Verführung lernen. Du kannst flirten lernen. Das ist nicht das Ding. Du kannst dich in Frauen verlieben und ganz viele Erfahrungen mit ihnen zu sammeln, ohne sie zu verletzen, ohne dich zu verletzen und ohne ein Arsch werden zu müssen. Verführung ist kein Ich gegen sie. Verführung ist ein Wir. Wir erschaffen das gemeinsam. Frauen und Männer, wir sitzen im selben verdammten Boot. Wenn du so weit geschaut hast, dann weißt du, dass ich irgendwo die Wahrheit in dir ausgesprochen habe. Frauen sind doch nicht so viel anders als wir. Ja, sie wollen von dir geführt werden. Ja, sie wollen von dir an die Hand genommen zu werden. Ja, sie wollen, dass du den ersten Schritt machst. Die Dynamik ist leicht eine andere, aber das Endziel ist für uns alle dasselbe. Wir wollen eine tiefe Verbindung spüren. Sei es nur für eine Nacht, für eine kurze Weile oder für den Rest unseres Lebens. Dein Job ist es nicht, sie rumzukriegen. Sie will doch schon längst von dir verführt werden. Dein Job ist es, sie anzusprechen, deine Wahrheit auszusprechen und ihr zu zeigen, dass du unabhängig bist, dass du sie nicht brauchst und ihr lediglich das Beste auf der Welt wünschst. Dein Job ist es nur, es ihr zu erlauben, sich fallen zu lassen. Also sei endlich der gute Kerl, der du zu sein versuchst. Ein guter Kerl, der über seinen Schatten springt und ihr endlich die Wahrheit sagt. Hab keine Angst, sie zu verlieren. Du hast sie sowieso schon verloren, wenn du es nicht tust. Ich kenne deine Sorgen. Ich habe selber schon in deinen Schuhen gesteckt. Ich habe jahrelang denselben Schmerz gespürt und mich verdammt nochmal in den Arsch gebissen, dass ich mich nicht getraut habe. Aber mittlerweile bringe ich es anderen Männern bei. Und so habe ich hunderten Männern schon gezeigt, wie sie der Mann werden, den Frauen wollen. Nicht nur für eine Nacht, sondern der Mann, mit dem Frauen alles teilen wollen. Du bist mit nichts auf die Welt gekommen und du wirst sie mit nichts verlassen. Das einzig Sinnvolle, das du auf diesem Planeten in der Zeit, die dir bleibt, machen kannst, ist sie mit einem Menschen zu teilen, der es wert ist. Also sprich sie an. Geh den nächsten Schritt.
küss sie endlich. Wenn du wissen möchtest, wie du vom lästigen Smalltalk, auf den sie übrigens auch überhaupt keinen Bock hat, zu einer tiefen Verbindung wechseln kannst, dann zeige ich dir das, überhaupt kein Problem. Den geheimen Satz dafür, den findest du in diesem Video.